Also Leute. So, jetzt gucken wir mal, was PA hier sagt mit seiner XXL-Abrechnung. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Ich habe null Bock auf das, was ich jetzt machen werde. Aber irgendwann ist auch genug und bevor jetzt hier meine eigenen Artists aktiv werden und ins Kreuzfeuer geraten, muss ich das selber erledigen. Wir sind gerade auf einem Mega-Grind und einige Leute verstehen auch, was ich hier mache und was für Ziele ich hier verfolge. Und ich würde behaupten, dass ich hier neben der Verwirklichung meiner besten Kunst auch sonst nur positive Ziele verfolge mit dem, was ich gerade probiere zu machen soll. Ich habe vorgestern 100 Bars, Final Kill Release, viel Real Talk, viel Wut, nice Ansagen, geil umgesetzt, siehe Resonanz. Ich muss festhalten, niemand wurde namentlich gedisst. Natürlich darf sich jeder angesprochen fühlen, der der Meinung ist, das auf sich beziehen zu müssen. Habe ich dann auch kein Problem mit. Aber namentlich wurde niemand gedisst. So, Manuelsen, du musstest natürlich trotzdem irgendwas dazu sagen, so wie du die letzten 4, 5 Jahre auch immer mal wieder zu tausenden Dingen was sagen musstest, die dich in Wahrheit nichts angehen. Du redest davon, Zeitzeuge zu sein. Tamam. Ganz Deutschrap ist Zeitzeuge davon, wie du seit Jahren in meine Richtung bellst und mich probierst zu triggern. Und genauso ist ganz Deutschrap Zeitzeuge davon, wie ich seit Jahren nichts dazu sage und dich einfach nur probiere zu ignorieren. Nicht, weil ich Angst vor dir habe oder weil ich der Meinung bin, dass du ein großer, gefährlicher Löwe bist. Ich sage nichts dazu, weil du in meinem Kopf unter die Kategorie Psychotiker fällst. Du bist krank in meinen Augen. Ich antworte dir bis heute nicht, weil du dich jedes Mal selber fickst. Ich disse dich bis heute nicht, weil du dich mit jedem Tag in deiner Karriere selber zu Genüge disst. Okay, und auch jetzt habe ich zu 0% das Gefühl, dass irgendein Druck besteht, ja? Du wirst unter jedem Beitrag zu der Sache von gestern durchweg beleidigt und in meinen DMs habe ich vielleicht 5 Nachrichten gefunden von Leuten aus deinem Fanlager, wenn man das überhaupt Fanlager nennen kann. Bei Gott, 99% der Menschen, die mir zu dem Thema schreiben, sagen einfach nur: Tu Deutschland einen riesigen Gefallen und beerdige diesen Typen endlich. Ich werde hiermit eine Vorstufe davon einleiten und ich schwöre dir, wie ich hier sitze, auf den Allmächtigen, an den ich glaube. Kommt noch ein Wort von dir in meine Richtung, werde ich dich fein säuberlich auseinandernehmen. Ich werde das machen, was ich am besten kann. Und so wahr ich hier sitze, ich schwöre auf alles. Das Kapitel Manuelsen und vor allem der Name Manuelsen wird danach nichts weiter als eine Karteileiche sein. Ich kündige seit Wochen die Abrechnung meines Lebens an. Okay. Also, das war ja jetzt hier vor, ne? Das, was wir von Manuelsen gerade gesehen haben, das war live. Das heißt, Manuelsen hat noch mal was in Richtung PA gesagt. Das heißt, PA hat geschworen, er wird einen Diss-Track machen, wenn Manuelsen noch mal was sagt. Und Manuelsen hat noch mal was gesagt. Also, wenn PA sein Wort hält, kommt zu 100% ein Diss-Track. Lass ganz klar verlauten, dass ich über Jahre hinweg die Fresse gehalten habe und in dieser aktuellen Verfassung nur auf eine falsche Bewegung von egal wem warte. Alle sind ruhig, keiner stört mich in dieser Phase, weil auch ein Stück weit Intelligenz mit dazu gehört, jemandem wie mir in so einer Phase nicht noch Futter zu geben, ja? Ich trage aktuell ein sehr schweres Gepäck auf meinen Schultern, ne? Du hast dir einen ganz, ganz, ganz blöden Zeitpunkt dafür ausgesucht. Aber erstmal Wusa, so. Für alle, die nicht wissen, worum es geht, jetzt erstmal aufpassen. Also Leute, ich musste hier kurz mein zweites geschweddertes altes iPhone X rausholen, weil ich euch gleich etwas zeigen möchte. Und das musste ich von diesem Handy auf dieses Handy hier schicken, weil ich hier mit dir am Film bin. Also 100 Bars, Final Kill ist rausgekommen. Und auf dem Song gab es eine Zeile, in der sage ich: Wenn Sie dich fragen, wer im Ruhrpott King ist, dann sag meinen Namen. Diese Zeile war für Manuel Anlass genug, eine Stunde später bei Instagram eine Story zu posten, in die er schreibt: Der King im Ruhrpott ist der Rapper, der im Ruhrpott wohnt. Hashtag No Front. Ist ein ganz klarer Front, den er dann mit einem Hashtag No Front versieht. So. Ist mir total egal gewesen. Total irrelevant. Habe ich einen dicken Fick drauf gegeben und ich schwöre bei Gott, ich hätte niemals drauf reagiert. So. Solche Angriffe habe ich in den letzten 5 Jahren 200 Mal von ihm erlebt. Aber meine Künstlerin Ruhr, die übrigens ein total liebes, nettes, begabtes und gleichzeitig auch empathisch, aber auch verrücktes Mädchen ist, ja. Digga, Ruha ist ekelhaft. Ekelhaft, ekelhaft. Ich habe bisher nur eine Aktion von ihr gesehen und die war ekelhaft hoch 10, Alter. Die war ekelhaft hoch 10. Also wenn dieses Mädchen nur so ist, wie sie sich da gegeben hat in dem Instagram-Ding, dann ist die ekelhaft hoch 10.
Sie hat sich ein bisschen davon triggern lassen. So, sie mag es nicht, wenn jemand probiert, mich zu ärgern. Und sie hat dann in ihrer Instagram-Story in der Fragerunde halt darauf reagiert und ihn so auf so kindliche Art und Weise so ein bisschen hops genommen. So. Und ich habe es dann auch stehen gelassen. Ich hab ihr beim besten Willen, ich schwöre euch bei Gott, ich habe ihr nicht gesagt, sie soll das machen. Ich habe sie nicht dazu angestachelt, nichts von all dem. Ich war mit Kianisch im Studio und habe durch einen Anruf von einem unserer Labelmanager davon Bescheid bekommen und habe es dann in ihrer Story gesehen. Habe es dann aber auch so stehen gelassen, weil ich mir dachte, ey, die Scheiße produziert er selber, muss er selbst mit klarkommen, interessiert mich nicht. So, und dann eine Stunde später bekomme ich einen Anruf. Ich gehe ans Telefon, hallo, wer ist da? Ja, Manuel hier. Ich sage, ja, Salamu alaikum wa rahmatullah. Sag ich, wa alaikum salam. Sagt er, habe ich was Schlimmes gemacht? Ich sage, was meinst du? Sagt er, habe ich was Schlimmes gemacht? Sag ich, du weißt doch genau, was du gemacht hast. Ja, aber war das schlimm? Sag ich, warum sagst du überhaupt irgendwas? Warum sagst du was? Wer hat dich dazu herausgefordert, was zu sagen, ne? Ja, die Leute schreiben mir so, PA, sagt, er ist Robot King, aber du bist doch Robot King. Und in dem Moment denke ich mir, Alter, ist das echt ein 42 Jahre alter Mann, der mich gerade anruft? Das ist jetzt gerade echt das Argument, das er nutzt, um diese Instagram-Story zu rechtfertigen. Ich sag, okay, hast du gemacht? Ich habe doch auch nicht drauf reagiert. Das interessiert mich doch gar nicht. Was willst du denn jetzt gerade von mir? Ja, aber kannst du mir einen Gefallen tun? Ich sag, was denn? Ja, kannst du oder nicht? Ich sag, was denn? Sag den Gefallen, dann sage ich dir, ob ich dir den Gefallen tun kann oder nicht. Sag dieser kleinen Binte, ich bin direkt ihm ins Wort gefallen. Ich sag, ey, guck mal, fang gar nicht so an. Du redest hier über eine Künstlerin von mir, eine Freundin, eine Schwester von mir, die ich sehr schätze. Beleidige sie nicht. Rede normal mit mir, Alter. Was soll das, Mann? Ja? Ja, kannst du sie bitten, das in Zukunft zu unterlassen? Sag ich, kein Problem, werde ich mit ihr sprechen. Alles klar, tschüss, tschüss. So, habe ich Ruhe angerufen, habe ich gesagt, ey, guck mal, hast du Story jetzt gemacht? Ist in Ordnung, mach bitte nichts mehr, lass es sein, ja? So, daraufhin, ich zeige euch das jetzt, ich mache das so, dass ihr seine Nummer nicht seht. So, ich probiere das hier ganz, Dings, ganz korrekt. Wenn ihr das seht, das ist jetzt hier Spiegel. Hast du mit der geredet? Ja, sie macht nichts mehr, Alhamdulillah. Ich sag dir ehrlich, die haben Verkehr. die Hast du mit der aufgenommen. geredet? Dann habe ich geschrieben, ja, sie macht nichts mehr. Daraufhin hat er geschrieben, Alhamdulillah. So, eine Stunde später, schreibt er, ich sag dir ehrlich, die haben das aufgenommen. Ich weiß erstmal nicht, was er meint. Da kommt eine Minute danach direkt eine Sprachnachricht hinterher. Komm, die hören wir uns mal an. Ich sag dir ehrlich, die ganzen News haben das aufgenommen und stellen das jetzt so hin, nur weil die kleine B die Fresse nicht so groß, auch zu groß gemacht hat. Ne? Guck mal, entweder entschuldigt die sich, ne? Nicht auf Hund entschuldigen, die hat gesagt, entweder entschuldigt die sich, weil von Case hast du auch nichts gehört oder irgendwie, keiner sagt was. Ich weiß nicht, aus welcher gekommen ist, dass sie so ihr Maul aufreißt. Entweder entschuldigt sie sich, ne? Oder ich schwöre auf meine Mutter, ich werde ein Fass aufmachen. Aber nicht ein Fass, was ihr zugutekommen wird, ne? Wo die sich denkt, okay, Beef mit Manuelsen, ne? Wallah, ich werde ein richtig hinterlistiges Fass aufmachen, ne? Und werden wir sehen. Er sagt selber, dass er ein hinterlistiges Hurensohn-Fass aufmachen wird. Okay? Ja, wir haben Bushido überlebt, schaffen wir Ruhe nicht, oder was? Wir haben Bushido überlebt. Schaffen wir Ruhe nicht. Oder der hat aus Bushido den Dritten Weltkrieg gemacht. Ich höre auf meine Mutter. Wenn sie sich nicht entschuldigt innerhalb der nächsten 10 Minuten, dann werde ich ihre Mutter. Jetzt sagt ihr so, wie es ist. So, ich kriege diese Nachricht. Ich bin auf 180, ne? Weil er dieses Mädchen weiter beleidigt. Ich habe mit ihm geredet und gesagt, mach das bitte nicht. Weißt du, was ich meine? Er hätte mir auch einfach eine Nachricht schicken können. Ey, guck mal, das wurde jetzt von den Medien aufgenommen. Sag ihm mal bitte, sie soll das gerade rücken. Ist nicht cool und so. Aber er macht auf Pate. Er beleidigt Mütter. Ach, 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 ach. Ach, ach. Wisst ihr, was das Gute ist? PA bringt bald ein Album raus. Geile Promo auf jeden Fall. Geile Promo. Ist das hier Promo-Beef? Er beleidigt alles, er ist voll der. Ich antworte nicht direkt darauf, weil ich baff bin. Ja? Ich bin erstmal baff. Er schickt mir direkt so Fragezeichen hinterher. So. Er will so Druck aufbauen. Dann ist es nicht mal eine Minute vergangen. Er schickt mir die nächste Sprachnachricht hinterher und jetzt schießt er den Vogel komplett ab. Jetzt passt auf. Passt auf. Guck mal, Bruder, das ist nichts gegen dich. Ne? Das ist wirklich nichts gegen dich. Also, das ist nichts gegen dich. Ne? Aber
Ich werde um 12 Uhr, ich werde um 12 Uhr live gehen und werde Jamules Karriere beenden. Ich werde Jamules Karriere beenden. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Hat Jamule damit zu tun, Mann? Was hat er damit zu tun? Was hat Jamule damit zu tun? Ich hab nichts gegen die, weil die kennt keiner, die ist niemand. Aber ich schwöre auf meine Mutter, ich werde Jamules Karriere heute Nacht beenden. Heute Nacht. Und denk nicht, ich bluff. Du weißt ganz genau, wir sind sehr stark. Wir sind sehr stark. Ich werde Jamules Karriere beenden, wenn diese dann sieht, nicht sofort ins Internet geht und sich entschuldigt. Wallah, Benitkot, Imkentat, Nika. Ich Jamule heute Nacht um 12. Wer ist diese, dass die kommt und denkt, die kann über mich reden, Mann? Was ist das denn? Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Ich hab nur gesagt, ey, bleib mal locker und so. Robert King, so. Gibt's andere Leute hier, was ist das, Robert King? Das war frech, das weißt du auch selber. Aber Wallah, ich werde ihre, wenn sie sich nicht sofort entschuldigt. Wallah. Wallah, wallah. Ja, ja. Okay. So. Das war frech, das weißt du auch selber. Wallah, für uns ist gut. Für uns ist Entertainment. Wir nehmen das Ganze als Entertainment mit, ohne hier Stellung zu beziehen auf irgendeine Art und Weise. Die Promo kommt allen gut. Genau, einer hat ein Buch, dann Massiv und das Ding. PA bringt Album. Rua wird ein bisschen bekannter. Wallah, mashallah. Für alle gut eigentlich. Für alle gut. Aber Wallah, ich werde ihre, wenn sie sich nicht sofort entschuldigt. Wallah. Jane, was ich damit sagen will, am Ende, egal ob das Ganze inszeniert ist oder nicht inszeniert ist, ich glaube, aktuell sind alle Gewinner in dieser Geschichte. Ich glaube, aktuell noch Stand, der jetzige Stand, alle Gewinner bis jetzt. Ich sage, guck, lass mich nicht austicken auf dich. Ne? Ich werde mit dir jetzt nicht telefonieren. Guck mal, lass mich nicht austicken. Ich telefoniere jetzt nicht mit dir. Mach, was du für richtig hältst. Bismillah, du erpresst mich. Lach. Mach. So, ich sag, mach. Mach aber richtig. Ja? Daraufhin ist das deine Antwort? Guck mal. Nochmal sag ich dir. Jengis, bitte bezieh keine Stellung. PE hat das Ganze doch null herbeibeschworen, sondern er, Manuelsen, keine Ahnung, was das von dir soll. Hä, was das von mir soll? Digga, hä? Du bist, Alter, jetzt geht's wieder los, ne? Ey, du bist einer dieser Menschen, Digga, die ich auf den Tod nicht ausstehen kann. Lan, ich hab vor 5 Sekunden gesagt, wir beziehen hier keine Stellung. Das ist für uns alles hier Entertainment. Und ein Hund wie du kommt von der Seite und sagt mir, ich beziehe Stellung. Was soll das von dir? Ey, diese Leute, die machen... Jane, wo kommen die her, Alter? Machen die das extra? Mann, Alter. Ich sag gerade vor 10 Sekunden an, sag ich, das ist Entertainment für uns, wir beziehen keine Stellung. Und dann kommt so ein Idiot, Alter. Mann, ey. Es geht nicht um Erpressen, es geht darum, dass diese kleine, ich weiß nicht, wer ihr Vater ist, dass sie ins Internet geht und versucht, aus mir eine Maschera zu machen. Lass mich nicht ihre Mutter und komm mir nicht mit diesen Sprüchen, lag mach, oh, mach richtig, oh, dies, das, tralali, oh, tralala. Bruder, also eins ist mal sicher, ne, eins ist mal ganz klar sicher, egal ob wegen Manuelsen oder wegen mir, dieses Video wird nicht monetarisiert werden können. Also das mal ganz klar. Mach das bitte nicht. Ich komme zu dir in Kher. Ich sag, die soll einfach ins Internet gehen und sich entschuldigen. Die soll sagen, ey, war nichts gegen Manuel, alles cool, peace und so. War ja nichts Schlimmes, peace, Dankeschön. Das war's. Mehr will ich nicht. Guck mal, lass mal gut sein. Ne? Ich bin auch eigentlich nicht der Typ für sowas, aber... Es ist so kackendreist, es ist so stillos, es ist so perfide, es ist so ekelhaft, wie dieser Schwanz, ja, mich hier probiert zu erpressen, ja. Und daraufhin gab es ein paar Telefonate im Hintergrund. Vater hat auch zwischenzeitlich mit ihm geredet, dann ist er nach 0 Uhr trotzdem online gegangen, hat dann
sein großes Inferno abgesagt, aber dann so irgendwie 10, 15 Minuten gegen mich geschossen und ein paar ganz heikle Themen aufgegriffen, die er nicht hätte aufgreifen dürfen. So. Die auch bewiesen haben, dass es ihn einzig und allein um mich geht. Vielen Dank für alle Jungs, die hier auf den Like-Button gerade gehauen haben. Dankeschön. Er hat ein Problem mit mir, er ist am Abkacken, er neidet richtig, er stirbt, er stirbt. Er produziert ein Problem und kommt am Ende nicht auf das Echo klar. Unfassbar, unfassbar. Also, guck mal, Dicker, du wolltest das so, ne? Du wolltest das so und du willst das so seit vielen Jahren. Alles klar. So, erstens, Ruha soll sich entschuldigen. Wofür? Sie sagt lediglich innerhalb einer Fragerunde, dass Manuels Reaktion kindisch war. Und das stimmt. In welcher Welt muss man sich dafür als Schlampe beleidigen lassen und sich entschuldigen? Ne? Lebt Manuel auch im Jahr 2020, dass er verlangt, dass eine junge Frau sich bei ihm entschuldigen muss? Guck mal. Ohne hier auf irgendeine Seite Stellung zu beziehen, ne, oder parteiisch zu werden, ne? Wir haben alle gesehen, oder viele von uns haben gesehen, wie Ruha diese Story gemacht hat. Die Story, also in der Story hat sie schon mehr gemacht, als nur zu sagen, das war kindisch. Das war wirklich ekelhaft, wie sie das gemacht hat, ne? Also das muss man hier schon sagen. Ich finde, das hätte PA ruhig an dieser Stelle sagen sollen, weil dadurch, ich finde, das hätte nicht seine Position geschwächt. Ich finde, PA hätte seine Position gestärkt, wenn er zugegeben hätte, dass die Art und Weise, wie Ruha das gemacht hat, schon eklig war. Also ich, meiner Meinung nach, das hätte PA, weil PA kommt immer so erwachsen rüber und vernünftig rüber. Ich finde, das hätte PAs Position bestärkt, wenn er gesagt hätte, ja, war schon ein bisschen eklig, wie sie das gemacht hat. So, meine Meinung. Weil sie sein Verhalten kindisch nennt. Also darf eine Frau den großen Manuelsen nicht kritisieren. Antiquiertes Mindset für einen Vater zweier Töchter. Sie sagt 0, nichts Schlimmes. Manuel verlangt Entschuldigung, weil sie eine Frau ist. Mashallah, ja, Abu Anti-Unterdrücker. Zweitens, warum regst du dich so über die Line auf? Man darf sich nicht König nennen, bla bla. Er nennt sein Label König im Schatten der König der Doppelmoral. Hast du die Schatten der Gesellschaft dich zum König ernennen lassen oder was? Einfach kindisch, genauso wie Ruha sagt, und ich ergänze noch dämlich, denn er sagt in seiner Ansage vorgestern, schließlich muss ein König vom Volk ernannt werden. Wenn du ein kleines bisschen Allgemeinwissen besitzen würdest, wäre dir klar, dass ein König nicht vom Volk ernannt werden muss. Ein König wird geboren, okay? Er sucht nur einen Aufhänger, um wieder etwas gegen mich sagen zu können, weil er irgendwas ist, was anscheinend noch ganz, ganz tief in seiner Seele festsitzt, ja? Alle sind davon genervt. Wann wird Manuel wieder mit Musik überzeugen, statt mit seinem Dasein als Internet-Troll, okay? Drittens, er gibt der Straße recht. Boah, Alter, ey, da werden hier werden schon Kellen verteilt, ne? Auf jeden Fall. Also, Mann, du. Das, auf jeden Fall ein paar ordentliche Ansagen von PA an dieser Stelle. Internet-Troll und keine Ahnung was. Man sieht, wie dumm du bist. Ein König wird nicht ernannt, König wird geboren. Das sind schon, da wird auf jeden Fall eklig. Weil, wisst ihr, was ich bei dieser Sache nicht verstehe, ne? Was ich bei dieser Sache so komisch finde? Das sind Leute, die haben so viel Zeit miteinander verbracht. Das sind Leute, die waren mal so, ne? Die waren mal so. Und jetzt ficken die sich gegenseitig im Internet. So. Immer traurig, wenn das passieren muss, ne? Immer traurig, wenn sowas passieren muss. Egal, welche Auseinandersetzung es mit der Straße gibt, und hier erkennt man Manuels völlig eingefahrenes Mindset. Er behauptet also, wenn jemand völlig zu Unrecht, aber sagen wir sogar zu Recht, Geld fordert und es nicht erhält, ist es legitim, das Auto einer Mutter zu verbrennen, Adresse der Schule von einem kleinen Mädchen ausfindig zu machen und mich damit zu bedrohen, andere Leute von der Straße mit in einen sinnlosen Krieg zu ziehen und den Tod von Familienmitgliedern in Kauf zu nehmen. Damit entlarvst du dich doch als absoluter Verbrecher, ohne Werte oder sonst was, ohne Anstand. Oder ich korrigiere mich, als Fan von Verbrechern. Du selber, du bist kein Verbrecher. Du hast zwar ein sehr gefährliches Mindset und irgendwann wirst du dich und deine Leute mit deinem losen Mundwerk in den tiefen Abgrund ziehen, aber selber kannst du keiner Fliege was zu leide, okay? Alles, was die Medien und diverse Videos über dich sagen, stimmt. So, viertens. Boah, Alter.
Du bist ein Fan von Verbrechern. Alles, was die Medien und Dingens über dich sagen, stimmt. Eieiei. Und du selber kannst keiner Fliege was zuleide tun, sagt er. Man muss sich mal vor Augen führen, was Manuel Bushido vorwirft. Seinen Rücken und seine Position ausgenutzt zu haben, um andere zu unterdrücken, um Ansagen zu verteilen, ohne dafür belangt werden zu können natürlich. Wie er es in seinem Video zum Beispiel auch mir vorgeworfen hat. Ja? In welcher Hinsicht unterscheidet sich das aber jetzt bitte von Manuel? Nichts anderes tust du und nichts anderes bringst du mit deinen komischen Ansagen zum Ausdruck. Was denn auch sonst? Du spielst dich auf und haust auf die Kacke, weil du dich wegen deines Rückens unantastbar fühlst. Fertig aus. König der Doppelmoral. Fertig aus. Ganz einfach. Fünftens, er sagt, ich solle nicht aus der Reihe tanzen und es wäre ohne Fahrt zu einem Inferno gekommen. Du bist herzlich, herzlich willkommen in ein Inferno mit allem, was du angeblich weißt, auf einen Rap-Song zu packen, okay? Und die Rap-Competition zu suchen. Aber du musst dann natürlich auch mit einer beerdigenden Antwort in PR-Manier rechnen, okay? Aber darum geht es dem Typen nicht. Sein Inferno ist Rücken aufhetzen und Ansagevideos, weil er mich auf unserem Spielfeld Rap in keinster Weise schlagen kann. Zwei Rapper sollten rappen, ein Internet-Troll macht Ansagen wie du. Lass mal endlich deine Musik sprechen und nicht deine Ansagen. Ja, Abo Hip-Hop. Eieiei, hier werden aber verbale Schellen rausgepackt, Alter. Hier werden aber richtige verbale Schellen rausgehauen. Digi. So, und jetzt einmal als kurzes Finale zu deinen Drohungen. Ich probiere weiter an der Oberfläche zu kratzen, damit ich für den Fall der Fälle noch genug Material und Real Talk für deine Grabrede habe, ja? Aber als allererstes einmal zu Jamule. Walla, du sollst dich schämen, Mann. Seit dem ersten Tag, an dem der Junge bei mir unterschrieben hat, seid ihr alle am Platzen. Weil ihr wisst, dass er dope ist und weil ihr gesehen habt, dass er in kürzester Zeit auf einem ganz anderen Level performt. Aber der Junge will mit dir oder den Leuten aus deiner Welt einfach nichts zu tun haben. Und weil ihr auf diese Party nicht eingeladen seid, probiert ihr diese Party seit Jahren kaputt zu machen. Ja? Ein 23-jährigen Junge, der aus deiner eigenen Stadt kommt. Ein Junge, der schwere Schicksale in seinem Leben hinter sich hat, mit denen er sich in der Öffentlichkeit schön reinwaschen könnte, wovon er bis heute nichts benutzt hat. Er postet seit Monaten nichts, weil er einfach an Musik arbeitet. Er weiß, dass er Mist gebaut hat und educated sich gerade mit dem Thema Rassismus, statt zu posten, dass seine Single vor einigen Wochen auf 1 gegangen ist. Ja? Womit probierst du mich oder diesen Jungen zu erpressen, ne? Wir sind nicht erpressbar. Ja, der Junge war verliebt. Ja, der Junge ist crazy geworden und hat in dem Moment, als er sich in seiner Männlichkeit verletzt gefühlt hat, seinen Schmerz auf total bescheuerte, dumme und rassistische Art und Weise zum Ausdruck gebracht. Ist nichts, wovor man Respekt haben muss. Ist nichts, was man einfach runterschlucken muss. Aber ist auch nichts, was nicht jeder von uns schon mal gefühlt oder vielleicht sogar gemacht hat in seinem Leben. Jeder Mann hat sich schon mal von seinem falschen Stolz in die Irre führen lassen und daraufhin große Scheiße gebaut. Machst du eigentlich 365 Tage lang im Jahr, ob du asiatische Menschen in Videos als Corona im Endstadium betitelst oder ob du deine Wichser am Kopftuch einer Syrerin abschmierst, ja? Aber du bist Manuelsen, du darfst alles, wie auch immer. Und wie gesagt, Jamule war verliebt, er hat Scheiße gebaut, er hat sich entschuldigt und er wird das Thema auch nicht offen im Raum stehen lassen. Ist ein Video aufgetaucht, wo der Junge Tränen in den Augen hat? Wow. Hast du jetzt noch Sachen aus dieser Zeit, wo er wie ein außer Kontrolle geratener Rockstar unterwegs gewesen ist und wegen einer Frau am Kabel gedreht hat und deshalb Scheiße geredet hat? Walla, kein Problem, du politisch korrekter Freiheitskämpfer. Mach doch, was du willst, es interessiert uns nicht. Aber erzähl den Leuten auch, dass wir 2 Wochen bevor du das Video geleakt hast, telefoniert haben. Dass du dich als den großen Gönner und Klärer aufspielen wolltest, der jetzt hier für uns verhindert, dass sowas im Internet auftaucht. Weißt du noch? Aber als du gemerkt hast, dass es danach keine Lobeshymnen von uns dafür gab und kein Jamule dich angerufen hat, um Danke Manuelsen Abi zu sagen und dir deinen Boss-Status zu geben, hast du dich getriggert gefühlt und die Scheiße geleakt. Nicht, weil es dir um deinen Kampf gegen Rassismus ging, sondern weil dein Ego getriggert war. Ganz einfach, hätte der Junge dir Liebe gegeben oder ein Feature daraufhin angeboten, wärst du mit ihm ins Studio gegangen. Heuchler, ja? Okay, kann ich verstehen den Punkt. Da haben wir auch gerade bei Manuelsens Live-Geschichte gehört. Aber da frage ich mich doch, wenn es doch so war, ne? Und PA bestätigt hier, dass es so war, warum kam denn aber dann kein Danke? So. Also hätte man sich doch keinen Zacken aus der Krone gebrochen, haha, weil wir reden hier ja die ganze Zeit von Königen. Hätte man sich dann Zacken aus der Krone gebrochen, wenn man einfach gesagt hätte, Dankeschön, so, korrekt von dir? Muss ja kein Feature sein, aber einfach nur so Dankeschön sagen. Finde ich, also hätte man machen können, oder? Lass mal deine Filme. Was Jamal gesagt hat, war falsch. Rassismus ist falsch, ob er sich bewusst oder unterbewusst zum Ausdruck bringt. Aber woher kommt sowas bei uns Kanaken? Es ist ein strukturelles Problem, weil wir in einer Gegend sozialisiert wurden, wo die Abis, zu denen du aufschaust, halt so reden.
Und deshalb ist dein Kampf ein Witz in meinen Augen, ja? Geh auf die Straße und kämpf gegen die schweren, großen Leute, die hinter verschlossenen Türen einen farbigen Bruder jedes Mal und immer wieder mit dem N-Wort betiteln, weil ihnen nicht mal bewusst ist, was das bedeutet. Du bist der Doppelmoralist vor den Herren, ja? Merk dir, Manuel, ein wahrer Mann würde niemals einen Wurm zertreten und würde auch niemals vor einem Kaiser kriechen. Das ist Kampf gegen Unterdrückung. Du suchst nur nach mutmaßlichen Würmern, die du zertreten kannst, weil du die restliche Zeit deines Lebens damit beschäftigt bist, vor den Kaisern zu kriechen, ja? Dicker, du bist der Pressesprecher und der Anführer der Black Community. Okay, ich zeig dir einen Haufen Kennex da draußen, die die N-Bombe zünden, als wäre es ein Bonbon, ohne mit der Wimper zu zucken, ja? Und ich finde das nicht schön. Ich finde es hässlich und wallah, wenn Menschen in meiner Anwesenheit so reden, ich probiere es vehement zu unterbinden, vehement, ja. Aber Digga, kämpf doch mal gegen diese Leute. Du willst Rassismus bekämpfen? Wallah, ich bin mit dir. Ich kämpfe mit dir, Seite an Seite. Komm, lass uns auf der Straße anfangen. Auf der Straße, die du als Ort des Rechts und als Ort der Wahrheit betitelst. Hm? Denn nirgendwo ist der Rassismus farbigen gegenüber in Deutschland stärker als dort. Okay, let's do this. Und wenn du das nicht willst, dann seh einfach ein, dass die Hierarchie und die Gesetze der Straße über deinen Kampf für deine Ethnie stehen. Und damit ist dein ganzer Kampf nichts mehr wert in meinen Augen, okay? Da gibt's mir zu viele Leute, die ihr Leben für die Scheiße gegeben und sich gegen wahrhaftige Tyrannen aufgelehnt haben. Dann, Tamam, Bushido war 2007 einmal in einem Café frech und du hast 8 Jahre bis 2015 deine Eier gesucht, um aktiv zu werden. Flair hast du 1 Jahr lang um ein Kollabo angebettelt, hast irgendwann gemerkt, er geht nicht drauf ein, dann hat er mal wieder irgendwo Scheiße geredet. Und du hattest sofort deine Bühne. Ja, und Boah. Krass, Alter. Jetzt packt er hier noch Flair raus. Eieieiei. Ob es um verletzte Egos ging? Wenn Flair kein Dings machen wollte? Kein Feature? Hm. Meint ihr, solche Sachen laufen da im Hintergrund? Amula, hast du ein Video geleakt, wo er was Dummes sagt? Aber wallah, ich gehe jetzt raus mit dir und zeig dir einen Haufen von schweren Jungs, ne, die diesen unterbewussten Rassismus in sich tragen. Und einem Jamal, der gerade Anfang 20 ist, überhaupt erst das Gefühl gegeben haben, dass es normal wäre, so zu reden, weil er in dieser Welt unter diesen Leuten sozialisiert wurde. Die Leute, denen du dich den ganzen Tag lang anbiederst. Wallah, es ist einfach ein Witz. Du willst Jamula erpressen? Lack, erpress. Interessiert uns nicht. Der Junge hat mit seiner ersten EP mehr Streams gemacht, als du mit deiner gesamten Karriere. Ja, du kannst ihn sein Talent nicht nehmen. Alter, mit einer EP mehr Streams gemacht als er in seiner ganzen Karriere. Bruder, Alter. Ey. Shots fired, Alter. Der haut hier echt raus. Der haut hier echt raus. Scheiß Erpresser. Und jetzt zu mir. Ich weiß nicht, ob du dich mit den Leuten, die du öffentlich attackierst, überhaupt auseinandersetzt. Aber ich weiß nicht, was du über mich erzählen willst, ja? Verstehst du nicht, dass ich jetzt in diesem Moment, in dieser Phase zu meinem neuen Album den Leuten alles selber erzähle? Alles über mein Leben? Egal, ob es Schwächen oder Stärken sind? Checkst du überhaupt, was ich gerade mache? Oder bist du zu sehr in deiner eigenen Bubble gefangen? Junge, du kannst mich mit nichts angreifen, weil ich mich gerade vor den ganzen Augen dieses Landes selbst reflektiere und mit jedem Bereich in meinem Leben abrechne dann. Was willst du erzählen? Was willst du erzählen? Dass ich 1,69 groß bin? Dass ich ein paar Leute während meiner Karriere gedisst habe. Vor allem, wer mir das sagt, alter Mann. Gibt's noch andere Argumente? Lass mich mal für dich ausführen, damit du siehst, wie sehr mir das am Arsch vorbeigeht. Nein, falsch. Du sollst sogar wissen, wie wichtig es mir ist, dass alle alles wissen. Weil ich bin im Einklang mit meinem Bewusstsein und nicht unterwandert von meinem Ego. Verstehst du das? Ich war ein Junge von der Straße, der mit 15 Jahren Drogen tickte, während du in meinem heutigen Alter damals Baggy Pants getragen hast und den halben Tag Englisch gesprochen hast. Okay? Du warst ein Black Artist, der in Holland für Pop-Acts geschrieben hat. Und mit 28 nichts mit der Straße zu tun hatte. Du warst ein Fan von der Straße. Du willst mich mit meiner Geschichte diskreditieren? Ja, ich habe im jungen Alter immer nach einer zweiten Familie im Leben gesucht. An Gemeinschaft, an Gang geglaubt. Ja, und während dieser Suche habe ich Menschen in mein Leben gelassen, die nach kürzester Zeit probiert haben, Unterdrückerfilme auf mich zu machen. Aber im Gegensatz zu dir lasse ich mich nicht unterdrücken. Hatte ich Auseinandersetzungen mit Rappern und habe Disses gedroppt gegen Hafti und Massiv, grundlos? Ja, habe ich damals. Ich war jung und wild, aber heute bin ich reif und reflektiert und kann mir eingestehen, dass das große Scheiße gewesen ist. Benutzen die Leute, die damals mit mir gewesen sind, diese Zeit, in der kein Cent mit Hip-Hop verdient wurde, heute noch, um Erpressungen im Wert von Hunderten von Tausend Euros gegen mich rechtfertigen? Ja, machen sie. Liegen sie damit im Recht? Deiner Meinung nach schon. Geht es dich überhaupt was an? Nein.
Hast du überhaupt Hintergrundwissen zu einer Zeit, in der du nicht mal mit uns gewesen bist? Nein. Haben diese Leute sich an meine Familie rangewagt? Ja. Haben diese Leute das Auto meiner Mutter in Brand gesetzt? Ja. Probieren diese Leute mir in Bezug auf meine Tochter Angst zu machen? Ja. Habe ich an dem Punkt, als der Kodex... Boah, Digga. Digga, 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 Digga. Stell mal vor, du bist Rapper, du machst Mucke und irgendwelche Hurensöhne... Scheiße, jetzt habe ich beleidigt. Das muss gepiept werden. Und irgendwelche, ihr wisst schon was, kommen daher, Alter, und bedrohen deine Tochter. Die bedrohen deine Tochter. Ey, ich würde die kaputt machen. Alle, egal wer, egal wer. Stellt euch vor, jemand bedroht euer Kind, Alter. Oder bedroht eure Mutter. Zündet, also das sind Sachen, Alter. Und die würde ich nicht abknallen, die würde ich mit bloßen Händen kaputt machen wollen. Da würde ich Messer sind da ganz gut, glaube ich. Die würde ich schön fertig machen. Nicht an meine Familie ranzugehen, gebrochen wurde und ich mich zwischen Mord und Rechtsstaat entscheiden musste. Wie ein Mann für den Rechtsstaat entschieden, habe ich das? Ja. Bin ich stolz drauf? Ja, Habibi, bin ich. Denn ich lasse nicht zu, dass sich einer meiner Leute in Gefahr oder Bella bringt für einen sinnlosen Krieg. Sinnlos. Von jemandem, der zu keinem einzigen Tischgespräch kommt, weil er weiß, dass er ohne wahrhaftiges Hack agiert. Probiere ich gerade mit ganzer Kraft, einen Familienkrieg zu verhindern. Weil ich nicht erlaube, dass meine Freunde ihre Strukturen in diese Sache einbinden und es richtig knallt. Weil ich der Chef in meiner Firma bin und diese Sache in meine eigene Hand genommen habe. Ja. Lebe ich nicht mehr im Ruhrpott? Ja. Lebe ich in Berlin? Ja. Bin ich regelmäßig im Ruhrpott bei meinen Eltern und Freunden, an dem mir was liegt? Ja. Muss ich es jedes Mal posten und groß ankündigen, damit sich irgendwer getriggert fühlt? Nö. Brauche ich Polizeischutz? Nein. Laufe ich überall rum, wie ich Bock habe? Ja. Gibt's Orte, an denen ich wahrscheinlich auch Probleme kriegen würde? Ja, ganz sicher. Für dich aber auch. An dieser Stelle, da der Bruder PA genötigt ist, sich selber zu interviewen, PA, Bro, wenn du das hier siehst, wenn das irgendwie an deine Ohren herangetragen werden sollte, ich komme nach Berlin, wir machen ein Interview. Dann brauchst du deine Fragen nicht selber beantworten, dann stelle ich dir die Fragen. Auch, Brudi. Ansonsten komm doch mal ohne deine Begleitungstruppe nach Berlin in deine Lieblingsstadt. Hä? Sind die Namen der Leute, an die du denkst, wenn du die Straße im Ruhrpott erwähnst, das erste Mal relevant gewesen, als sie neben PA und Casey stehen konnten? Ja. Sind es genau dieselben Leute, die dich 2010 mit mir gemeinsam gefickt haben, als wir alle noch 20, 21 waren, während du schon über 30 warst? Ja. Bläst du diesen Leuten heute ein, aber probierst von mir einen auf den Mann zu machen? Ja. Haben wir uns seitdem schon 5-mal vertragen, Songs und Touren und alles miteinander gemacht? Ja. Steckt es nichtsdestotrotz immer noch tief in deinem Hals? Anscheinend schon. Was willst du? Was denkst du, was du mir an den Kopf werfen kannst, du Idiot? Ne? Habe ich probiert, Familie zu gründen und bin 7 Jahre durch die Hölle gegangen? Ja. Und jetzt, ich erzähle es den Leuten alles selber. Verstehst du das nicht? Ein Mensch auf deiner Bewusstseinsstufe kann mir gar nichts. Gar nichts. Ich stehe zu mir. Ich habe mich gefunden. Ich kenne mich. Ich gebe den Leuten mein Leben wie ein offenes Buch. Du auch. Nur bei dir sind es Psychosen. Bei mir ist es Mindset. Okay? Aber noch bei diesen Psychosen, bei mir ist das Mindset. Du bist der größte Widerspruch in sich, Mann. Du sagst, ich mache zu jeder Album-Promo-Phase Streit und Disses. Ich bin auf jeden Fall nicht frei davon. Aber für meine erfolgreichsten Projekte, ich habe keine Disses gebraucht. Ob es mein erster Top-10-Einstieg mit HZE war. Ob es mein größter Abverkauf mit Zurück zum Glück war. Ob es die Desperados-Alben oder das Crossover-Tape war, auf dem 2 Singles langfristig Gold gehen werden. Ob es mein jetziges Album ist, was ich mit der emotionalsten Nummer, die ich je gemacht habe, angekündigt habe. Aber du? Walla, bis auf Kill 'Em All, dein Album ist alles von dir Flop gewesen. Und das Kill 'Em All-Album hat nur von Disses gelebt. Deine ganze Person lebt davon. Wenn du keinen Krawall machst, bist du tot, weil sich die Leute für nichts anderes an deiner Person interessieren. Du willst mir mit Straße kommen? Ja, nee, du bist Straße, ich bin nicht mehr Straße. Du kannst dir diese Straße, von der du redest, in deinen Arsch schieben, weil sie mich nicht interessiert. Verstehst du das? Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, dass in mir mehr Straße drin ist, als du jemals gesehen hast. Du bist Hund von Straße, tamam? Mehr bist du nicht. Alter, du bist Hund von Straße, mehr bist du nicht. Maschallah, PA, Alter. Puh.
Da haut aber einer raus, Alter. Da haut aber einer raus. Du sprichst jüngere Menschen mit Abi an, weil sie Straßenreputation haben. Und du lässt dich auch rassistisch beleidigen, ohne deinen Mund zu öffnen, wenn die Person, die es über ihre Lippen bringt, krass genug ist. Ich weiß genug, ja. Du sagst, ich habe meine Kriege nie alleine geführt. Als es um die Ehre deiner Frau ging, wie du es öffentlich betitelst, mussten andere Leute für dich durchgreifen, oder? Auf dem Video sieht man, wer durchzieht und wer durchrennt und wer den Mann geschlagen hat. Und das waren auf jeden Fall nicht deine Hände, okay? Und wer genug Insiderwissen hat, weiß, dass du im Anschluss auch ein paar Ohrfeigen von deinen eigenen Abis bekommen hast. Okay? Aufgrund der Bälle, die du da im Internet veranstaltet hast. Aha. Was sagt hier PA? Manu musste antanzen für die Aktion und hat selber Schellen gekriegt, weil er das gemacht hat. Wahrheit oder Hörensagen? Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Und du bist bereit, das alles zu schlucken und in Kauf zu nehmen, damit du wenigstens in der Instagram- und Hip-Hop-Scene-Bubble vor kleinen Kindern ein gefährlicher Typ bist. Ich scheiß drauf, der gefährliche Typ zu sein, aber muss mir so eine Scheiße in meinem Leben auch nicht geben, verstehst du das? Und vor allem, Dicker, tu nicht so, als ob du das Roboter-Original wärst, Lan. Du bist nicht mal gebürtiger Roboter. Und vor allem, hör auf, so zu tun, als ob ich der Einzige wäre, der sich hier mit gewissen Leuten mal verworfen hat. Sollen wir mal deine Karriere durchgehen und schauen, mit wem du schon alles cool warst? Wer schon alles dein Partner in Crime gewesen ist, bis letzten Endes Fido kam, der jetzt auch schon seit vielen Jahren loyal an deiner Seite ist? Respekt. Hä? Wen gab's vorher alles? Muss ich wirklich alle Namen aufzählen? Und faktisch belegen, dass deine Liste 100-mal länger ist. 100-mal. Hä? Warum denkst du, dass du was anderes bist als ich? Warum wirfst du mit Stein, wenn du in einem Glashaus sitzt? Erklär mir das mal. Guck mal, lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Ich beende das jetzt hier. Ich bin sowieso schockiert, weil du kennst meine Familie alles. Ohne Witz, Alter. Ich könnte 3 Tage lang am Stück reden. Wir halten einmal fest. Du bellst seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren halte ich mich bedeckt aus Vernunft. Für Khair, was für dich allen Anschein nach nur ein Ausdruck von Schwäche war. Ob deine komischen Filme, die regelmäßig kamen, wo ich sogar noch in Oberhausen war. Ob deine Filme, nachdem ich in Berlin war. Ob deine Fragerunden, wo du andauernd Anspielungen gemacht hast, bis ich einmal wirklich mit 4, 5 Autos runtergekommen bin. Und du bei euch in deinem eigenen Café vor deinen eigenen Leuten keinerlei Argumentation dafür hattest, warum du das alles überhaupt machst. Ne? Da haben wir sogar noch ein Foto geschossen, was nie gepostet wurde, weil das keiner von uns so richtig gefühlt hat. Basiert auf Gegenseitigkeit. Danach hast du wieder einfach aus dem Nichts angefangen. Weiter, weiter und weiter. Dann kam Nice or Scheiß, wo du wie ein Neider vor dem Herren nur am Haten warst. Dann kam die Sache mit Jamule und jetzt das wegen einer ganz normalen Battle-Rap-Line. Du bist ein Beller für jeden deiner Leute. Du bist Beller für jeden, der neben dir was Echtes erreichen will. Du sorgst dafür, dass keiner deiner Künstler jemals richtigen Erfolg haben kann, weil der Name und die Handlung eines Manuelsens schon die Grundlage für Misserfolg sind. Verstehst du? Und lass uns gar nicht drüber reden, wie viele Leute du schon um ihr Recht gebracht und abgezogen hast. Du redest über mich? Lass uns nicht über deine Künstler reden, die nie ausgezahlt wurden. Also Twins zahlst du auf jeden Fall aus. Bei ihm traust du dich das nicht. Aber deine kleinen Bros, die fickst du nur, wo du kannst, Lan, weil für dich zählt ja nur die Straße, nur da musst du sauber sein. Erzähl mir nichts vom Mentoring, Alter. Du hast mich mit 18 Jahren ein Verlagsdeal mit 1.500 € Vorschuss bei EMI unterschreiben lassen. Wir waren Kinder und haben dir vertraut, hätten fast unser ganzes Talent und unsere Zukunft auf der Strecke gelassen, um dich auf deinem Irrweg zu begleiten. Und Cass? Voila, Cass wäre überall anders eine Nummer geworden. Haram auch um sein Talent. Scheiß drauf, die soll nur eins bewusst sein, Manuel. Ich bin gerade auf einem ganz anderen Film. Diese Ruhrpott-Filme und ich bin immer noch Straße, nur weil du es nie rausgeschafft hast. Die ziehen bei mir nicht, okay? Nimm das und schieb es dir sonst wohin. Ich lach dich aus, wenn es um dieses Thema geht. Ohne Witz. Ja, ich lebe in Berlin. Und nächstes Jahr vielleicht in Barca. Und darauf das Jahr vielleicht in L.A. Und vielleicht lebe ich irgendwann, wenn meine Eier es mir sagen, in Sydney und heirate dort meine Traumfrau. Keine Ahnung, wo ich landen werde, ja? Du kannst diese ganze Scheiße gerne haben, nimm sie. Mein Horizont ist ganz woanders, Kollege. Für mich zählt nur, wenn ich in den Ruhrpott komme, bin ich bei den Menschen, die ich liebe und an den Orten, die meine Jugend und meine Kindheit geprägt haben. Und wenn ich in den Ruhrpott komme, um ein Konzert zu spielen, dann in einer ausverkauften Halle. Mein Freund, das macht ein King aus. Und darauf kommt es für mich an, Manuel. Ja? Ich will keinen Streit und ich will auch kein Beef. Vor allem nicht auf diesem Album. Ne? Ich habe gesagt, hier geht es nicht um Abrechnung mit Rappern. Ich rechne mit mir und meinem Leben ab. Und das ist Kunst für mich. Aber natürlich war mir klar, dass ich viel Brisanz erzeugen werde und Leute wie du vielleicht laut werden. Und ich habe mir geschworen, wenn einer so dumm sein sollte, genau in dieser Zeit seinen Mund aufzumachen, ohne adressiert worden zu sein, ne? Ohne Witz, derjenige ist am Arsch. Und wer ist wirklich der erste und einzige? Mr. Manuelsen. Für was? Für eine Robot-Kingszeile. Oh mein Gott, das hat aus... Boah, Alter, ey. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Der feuert hier seit einer halben Stunde so krass gegen Manuel, Alter. Heftig, heftig. Was da nicht alles für Sprüche gefallen sind. Du bist der Hund. Du hast
nicht in dir ist nicht mehr Straße als keine Ahnung was. Du hast Backpfeifen gefangen für die Aktion mit Animus. Du sagst zu jüngeren Abi, nur weil sie mehr Straße sind, weil sie irgendwie was zu sagen haben. Alter, da sind schon ein paar Sachen dabei gewesen. Krass, krass. Und hör mal, wer schreibt dir die ganze Zeit was von wegen Manuel ist eine Sau auf dich, wenn du dir wegen der Reaction? Seid ihr blöd oder was, Alter? Seid ihr blöd? Also, guck mal, selbst wenn er sauer auf mich sein sollte, nur weil ich auch auf PA, also erstmal, guck mal, ich reagiere auf jeden, den ich will, ne? Ich reagiere auf PA, ich reagiere auf Manu. Wenn die hier sich beefen und so weiter, dann gucke ich mir beide Seiten an. Und wenn ein PA auf mich sauer sein sollte, weil ich auf Manuel reagiere, scheiße ich da drauf. Wenn ein Manuel auf mich sauer sein sollte, weil ich auf PA reagiere, dann scheiße ich da auch drauf. Gerecht. Kollege, du weißt doch gar nicht, was ich hier noch machen werde in den nächsten Wochen. Guck mal, ich fahre hier gerade meinen eigenen Film und du hast nichts mit diesem Film zu tun. Vielleicht kritisiere ich Werte und Ideale, an denen du festhältst, aber mit diesem Film hast du nichts zu tun. Aber für mich wäre es wirklich ein Geschenk Gottes, dir eine Rolle in diesem Film zu geben, ne? Wenn du unbedingt darauf bestehst, Wallah, wir machen das. Ich weiß, dass die Leute um dich herum mehr in der Birne haben als du und deswegen sage ich das denen. Keiner hat was mit euch. Keiner greift euch an. Ihr habt euren Mann absolut nicht unter Kontrolle. Er macht nur Unrecht. Und ich bin jetzt Endstation hier. Zieht den Typen zurück, weil Wallah, er wird das, was ich mache, nicht ertragen können. Und am Ende müsst ihr diesen Krieg für ihn kämpfen, den er mal wieder aus dem Nichts für rein gar nichts angezettelt hat. Hier hast du einen kurzen Einblick bekommen, wie das ablaufen kann, wenn ich 2 Stunden lang meine Gedanken für dich ordne. Zwing mich nicht dazu, das 2 Tage lang zu machen, Manuel. Ich sage dir, ich hatte noch nie einen Gegner, bei dem ich mehr Zerfickungspotenzial gesehen habe als bei dir. Alles, was es vorher gab von mir, wird ein Witz dagegen sein. Lass dich von deinem Ego. Krass, Alter, krass, krass, krass. Ego nicht in diese Situation reinmanövrieren. Ruah, du bist ein sehr gutes Mädchen und du hast gestern, ohne dass ich was sagen musste, bewiesen, dass du ein richtiger Soldier bist. Ne? Ich küsse dein Herz, aber bitte mach keine Alleingänge mehr. Kümmere dich um deine Musik, die steht noch was ganz Großes bevor und was für dich bestimmt ist, kann dir keiner wegnehmen. Und keiner kann dir was, merk dir das. Ich sehe in seinen Augen puren Hass, in deinen Augen pures Licht. Oh Manuel, bitte hör auf, Allahs Namen so oft in den Mund zu nehmen, während du fluchst und beleidigst und Mütter und keine Ahnung was. Wallah, das ist Eib. Und wenn du so gut austeilen kannst, lern auch mal einzustecken. Wenn du zu labil für einen Schlagabtausch bist, lass es doch einfach sein. Oder mach deine Kommentarfunktion endlich wieder an, Mann. Salamu alaikum. Oh, Kommentarfunktion bei Manu aus. Stimmt das? Glaubt ihr das? Boah, ey. Krass. Krass. Krass, krass, krass. Meine Kamera geht wieder flöten. Amonaroyam, ich scheiß auf dich. Du Drecks-Webcam, Alter. Ah, so. Ja, heftig. Heftig. Wie die sich da bekriegen, Alter, was sie da für ein Feuerwerk gegenseitig da schießen. Wie gesagt, ich finde, bei so einem Beef, wie wir es hier zwischen Manuelsen und PA haben, macht es absolut keinen Sinn, da in irgendeiner Weise Partei zu beziehen. Ich meine, ihr könnt gerne alle machen, was ihr wollt, ne? Ihr seid alle freie Menschen, ihr könnt eure Meinung haben, wie ihr wollt. Nur ich habe gelernt, wenn Leute, die sich schon sehr lange kennen, Stress miteinander haben, das ist halt deeper Shit so, ne? Das ist deeper Shit, den man gar nicht von außen richtig beurteilen kann. Am Ende können wir auf jeden Fall uns darüber freuen, dass es ein bisschen wieder Entertainment gebracht hat ins Rap-Geschäft. Wir können uns auf Diss-Tracks freuen, weil ein Diss-Track wurde ja jetzt zu 100% angekündigt von PA Sports.
Das heißt, wir können uns da auf jeden Fall auf einen Diss-Track von PA freuen und mal gucken, was da so geht. Aber in diese ganze Wer hat Recht und wer hat Unrecht-Thematik, da maße ich mir nicht an zu sagen, ja, der hat Recht oder der hat Unrecht. With the